Because they did not. Yes, if you're using adrenaline. Ganz einfach. Du nimmst Adrenalin. Sie haben keinen Test für Adrenalin. Du nimmst Schilddrüsenhormone. Sie haben keinen Test dafür. Du nimmst Wachstumshormone. Es gibt keinen Test. Du nimmst Designersteroide. Kein Test. Und zu der Zeit haben sie auf EPO auch nicht getestet. Or they weren't testing at the time for EPO. You have the Tour de France. Where nehmen wir die Tour de France. Da gibt es in Spanien eine Razzia im Büro eines Dopingarztes. Alles wird gefilmt, Dokumente werden beschlagnahmt, Blutproben von 200 Athleten auch. Jeder von diesen 200 Athleten ist Dutzende, hunderte Male auf Doping getestet worden. Und jeder Test war negativ. Obwohl feststeht, dass sie alle die ganze Zeit gedopt haben. Aber was passiert? Ein Athlet wird mal positiv getestet und man feiert es als Triumph. Ben Johnson ist der Sündenbock einer ganzen Sportgeneration. Der Opfergang schockiert die Welt und beruhigt zugleich die Gemüter. Schließlich hat man den Betrüger gefasst und verurteilt. Olympia und der Sport haben das Gesicht gewahrt. Und Johnsons Goldmedaille geht ausgerechnet an Carl Lewis, der wegen seines eigenen positiven Tests im Vorfeld gar nicht hätte dabei sein dürfen. Ben war das ideale Opferlamm. Er ist Kanadier. Warum hat man nicht den anderen, den Amerikaner, ans Kreuz genagelt? Mann, wir haben so viel Dreck am Stecken, aber keiner will was darüber sagen. Ich habe sogar einen Prozess gegen das US-Olympiakomitee geführt. Einer der Beschwerdepunkte war, dass es zahllose, wirklich unzählige positive Tests von US-Athleten gab und keiner wurde gesperrt. Es war schon bei den Spielen 1984 in L.A. so. 20 amerikanische Athleten wurden dort positiv getestet. Und dann ist jemand ins Labor und hat die ganzen Unterlagen vernichtet. Es gibt Ärzte wie zum Beispiel den Amerikaner Kerr, der am meisten behandelt. 1984 Olympische Spiele, da hat allein 20 Medaillengewinnerinnen, Amerikanerinnen, bei diesen Olympischen Spielen mit androgenen Steroiden behandelt. 20. Keine Einzelfälle. Auch Florence Griffiths Joyner, die in Seoul dreimal Gold gewann, war Patientin beim amerikanischen Dopingdoktor Robert Kerr. Ihre Weltrekorde über 100 und 200 Meter sind auf ewig unerreichbar. Keine Frau wird sie jemals mit fairen Mitteln brechen. Jedes Mal, wenn heute eine Sprinterin auf die Laufbahn tritt,
dann hat sie es nicht nur mit den anderen Läufern zu tun. Nein, egal ob bei Olympia oder Weltmeisterschaften oder Meetings, sie läuft immer auch gegen diese Fabelzeiten, die da auf der Anzeigentafel aufblinken. Gegen den Weltrekord, den olympischen Rekord. Alle Top-Athleten träumen davon, mal so einen Rekord aufzustellen. Also rennen sie alle gegen diese Rekorde an. So they're competing against these records. Anybody who examines the progress, wer sich die Steigerung von Flojo in den letzten 2-3 Jahren ihrer Karriere anschaut, der muss sagen, das sind gewaltige Leistungssprünge. Man fragt sich, ist das zu gut, um wahr zu sein? Dr. Robert Kerr sagte mir, er habe ihr Dopingmittel gegeben, um sie unter Kontrolle zu haben und damit sie sich nicht etwas auf dem Schwarzmarkt besorgt. Dr. Walter Jacobs sagte mir mehrfach, Flojo habe zusammen mit Jackie Joyner bei ihm Steroide bekommen. Und Wachstumshormone bekam sie von Dorothy Herndon bei Gold's Gym. Viele der heutigen Rekorde sind mit Doping zustande gekommen. Die Menschheit ist einfach an ihre physiologischen Grenzen gestoßen, was sportliche Leistungen angeht. Heutige Rekorde müssten deshalb eigentlich für die Ewigkeit sein. Es sei denn, sie würden erneut durch verbesserte Dopingmethoden gesteigert. Und genau das ist meine Befürchtung, solange es Rekordlisten gibt. Wenn der Australier Robin Parisotto recht hat, dann hinterlässt die jüngste Schwimm-WM genau 15 Fragezeichen. 15 Weltrekorde wurden in Melbourne gebrochen. So viele wie seit 1978 in Berlin nicht mehr, als das Dopingregime der DDR noch den Sport regierte. Lange, sagt Fachmann Parisotto, sei nicht mehr so nachlässig auf Doping getestet worden wie bei den Schwimmern in Melbourne. Doch nicht immer bleiben die Fabelzeiten bestehen. Tim Montgomery, der 2002 auch Ben Johnsons Marke um ein Hundertstel verbesserte, wurde wegen Dopings gesperrt. Sein Weltrekord wurde annulliert. Wir hatten Montgomery, Gatlin, Linford Christie, jede Menge von den Allerbesten. Nicht die, die es nur bis in die Vorläufe schaffen und versuchen dran zu bleiben. Nein, die Allerbesten sind als Doper entlarvt. Ein Riesenproblem. That's a big problem. And once I realized what I looked like, seit ich mir eingestanden hatte, wie ich selbst aussah, habe ich die anderen angeschaut, wenn die Kameras die Körper der Läuferinnen abschwenkt. Du siehst dann auf einmal, wer sonst noch etwas nimmt, und dann fühlst du dich weniger schuldig, weil du dir sagst, du bist nicht die Einzige. Du denkst ja gar nicht, dass du jetzt so lügst oder dass du jemanden betrügen würdest oder dass du aufgrund von Dopingbetrugs hier deinen Sieg oder deine gute Platzierung erreicht hast. Das war am Anfang viel schwieriger und dann mit der Zeit, wenn du die Ausmaße kennenlernst, denkst du, ja, machen ja sowieso fast alle. Nie schlug eine olympische Pressekonferenz die Welt so in den Bann wie jene zum Dopingfall Ben Johnson. Damals gelang es dem IOC, Johnson als Einzeltäter darzustellen. Die olympische Bewegung hätte sich weitere positive Tests von Goldgewinnern wie etwa Flojo oder Carl Lewis auf keinen Fall mehr leisten können. Das Kontrollsystem, so hieß es deshalb, habe sich bewährt. Erst viel später sickerte durch, dass Johnson möglicherweise nicht der einzige in Seoul positiv getestet